Hallo, guten Tag und nochmal willkommen hier im Zentralgebäude der Leuphana Universität oder wie ich es ganz kurz sagen möchte, Nump aber los. Ja, schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Carsten Schulz. Ich bin haupt- und nebenberuflich Kommunikationsprofi und darf heute durchs Programm führen. Und Nump, das ist so ein Begriff. Wofür steht das eigentlich? Haben Sie sich vielleicht gefragt, habe auch ich mich anfangs gefragt. Nachhaltiger urbaner Mobilitätsplan. Also es geht hier und heute bei dieser Auftaktveranstaltung darum, einen Handlungsrahmen zu kreieren für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung der Stadt Lüneburg. Und dieser Plan, der hier erstellt wird bei dieser Auftaktveranstaltung, der legt Grundsätze für die Verkehrsplanung der kommenden Jahre für Lüneburg fest. Und Lüneburg ist, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, keine Insel, sondern Lüneburg liegt im Landkreis Lüneburg. Und damit die Stadt Lüneburg da nicht mit einer Einzellösung steht, arbeitet Lüneburg am NUMP und der Landkreis arbeitet an einem eigenen Mobilitätsgutachten. Beides läuft parallel. Sie sind also ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil im NUMP-Prozess, also in der Entwicklung dieses nachhaltigen Verkehrsmobilitätsplans für Lüneburg, die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Und Sie haben vielleicht draußen schon die QR-Codes gesehen, den Hinweis auf Menti gesehen. Hier haben wir ihn ja auch mal ganz groß. Dafür können Sie Ihre Smartphones in dieser Veranstaltung einsetzen. Scannen Sie den Code. Es gibt auch ein WLAN, das Sie nutzen können. Und Sie können sich dann in diese Veranstaltung aktiv einbringen. Sie können Fragen stellen, die wir nachher hier vorne dann auch von unseren Expertinnen und Experten beantworten lassen werden können. Mehr als 300 Anmeldungen gab es für die heutige Veranstaltung. Das ist ganz, ganz klasse und es zeigt, dass das Thema nachhaltige Mobilität ein Thema ist, das Ihnen wichtig ist und dass Sie ein Wörtchen mitreden möchten. Und das trifft sich gut. Das machen wir heute. Sie können mitreden, Sie können mitgestalten diesen Prozess, diesen NUMP-Prozess. Es wird diesen Prozess heute geben, diesen Auftakt und dann wird es weitere Beteiligungsformate geben. Wir kommen im Laufe der Veranstaltung sicherlich nochmal darauf. Sie können also aktiv mit sich einbringen, wie man künftig von A nach B in Lüneburg kommt, wie das aussehen kann. Und jetzt springe ich noch einmal eine Folie zurück oder ganz an den Anfang zurück. Oder vielleicht kann das auch der Kollege für mich noch einmal einrichten, dass wir noch einmal ganz fix einen Blick auf die heutige Agenda werfen. Was haben wir konkret vor? Was passiert? Was bedeutet eigentlich interaktives Format hier und heute? Also, Begrüßung, da sind wir gerade mittendrin und gleich wird auch Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch das Wort an Sie richten. Danach haben wir dann einen Experten, der so ein bisschen mal skizziert, wie vielleicht auch in anderen Städten Mobilitätskonzepte erarbeitet und umgesetzt werden. Dann haben wir die Planersozietät, die von der Stadt Lüneburg beauftragt wurde, durch den NUMP-Prozess zu führen. Und dann werden wir im Dialogmarkt Ihnen die Möglichkeit geben, sich draußen an den Stellwänden, Sie haben das eben in Teilen schon gesehen, einzubringen, Ihre Anregungen, Wünsche, Fragen, Kritik dort zu äußern. Anschließend treffen wir uns wieder hier und diskutieren über das, was draußen passiert ist. Und dann werden Sie auch im Anschluss die Möglichkeit haben, sich in den kommenden Tagen und Wochen weiter in den Prozess einzubringen. Sie sind zu Gast bei der Hansestadt Lüneburg und die oberste Gastgeberin, Claudia Kalisch, wird jetzt einige Begrüßungsworte an Sie richten. Ich darf Sie nach vorne bitten. Begrüßen Sie Claudia Kalisch. Was für ein schönes Bild. Liebe LüneburgerInnen, herzlich willkommen, gleich wie Sie gekommen sind. Ob zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Rad, im Konvoi oder alleine, mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier heute im Audimax. Wir starten hier heute in einen Prozess, der unsere Stadt verändern wird. Und ich wage zu sagen, der unsere Stadt noch lebenswerter machen wird. Und damit heiße ich Sie alle herzlich willkommen zum heutigen Auftakt unseres nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Mobilität von morgen gestalten. Heute fällt der Startschuss darüber und ich freue mich wirklich sehr. Mit dieser Auftaktveranstaltung wollen wir informieren. Was ist Ziel des NUMP? Wie gehen wir vor? Und heute wollen wir auch eine erste Einschätzung aus der Bestandsanalyse vorstellen. Vor allem aber wollen wir hören, was Sie bewegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was sind Ihre Wünsche und Ideen? Wo sollen Sachen besser laufen?
Und was ist Ihre, was ist unsere Vision von Mobilität in Lüneburg? Wenn wir dafür konkret werden, werden uns folgende Fragen beschäftigen. Wie wollen wir mobil sein? Wie schaffen wir eine echte Barriere- und Diskriminierungsfreiheit? Wie erreichen wir eine gute Vernetzung für PendlerInnen in umliegende Städte und in Kommunen im Landkreis? Wie ist unsere Innenstadt gut für alle zu erreichen, sodass sie attraktiv bleibt für HändlerInnen und KundInnen? Wie können wir den Umweltverbund konkret noch stärken? In den nächsten 2 Jahren wollen wir uns mit Ihnen intensiv über diese Themen austauschen. Das wollen wir gemeinsam tun und dann auch zu konkreten Empfehlungen kommen, um die Mobilitätswende auch hier in Lüneburg umzusetzen. Wir freuen uns alle, dass Sie dabei sind. Dies ist eine großartige Chance, gemeinsam etwas zu bewegen. Denn es muss sich etwas bewegen beim Thema Mobilität. Zu lange haben wir uns in den Planungen fast ausschließlich am motorisierten Verkehr orientiert. Zu lange wurden die Verkehrsräume ungleich verteilt, wurden gesundheitliche und ökologische Aspekte vernachlässigt. Und zwar nahezu überall in Deutschland und in Europa. Heute haben wir eine veränderte Lebens- und Arbeitssituation in Städten und Gemeinden. Heute haben wir ein Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz. Heute haben wir komplett verändertes Kaufverhalten und das spürt der Einzelhandel besonders. Heute haben wir eine nie dagewesene Fahrradnutzung. Heute haben wir auch vermehrt ein anderes Bewusstsein für Mobilität. Lassen Sie uns deshalb nach vorne schauen. Wir brauchen eine Neuaufteilung der Verkehrsräume, die alle, und das sage ich ausdrücklich, die alle Mobilitätsarten berücksichtigt. ÖPNV, PKW, Fuß- und Radverkehre, Lieferverkehre, Barrierefreiheit und besonders auch die Bedarfe von SeniorInnen. Im NUMP steckt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet für mich Zukunftsfähigkeit. Und das bedeutet eben auch, dass wir möglichst viele Menschen auf diesem Wege mitnehmen. Wir können und wir wollen als Verwaltung gar nicht alles alleine planen. Wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie als BürgerInnen unserer Stadt. Sie sind unsere Stadt. Die, die sich tagtäglich eben durch Lüneburg bewegen. Ob mit dem Rad, dem Bus, dem PKW oder zu Fuß. Und wir brauchen auch die Fachleute an unserer Seite. Fachleute aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Politik und Verwaltung. Wir haben mehrere Beteiligungsformate geplant. Am 15. Juni startet dann ein Online-Dialog auf Deutsch und Englisch. Das wird die erste Phase einer Online-Beteiligung sein, die allen interessierten BürgerInnen ermöglicht, ihre Ideen, ihre Hinweise für Mängel, ihre Anmerkungen zu verschiedenen Verkehrsmitteln in einem Online-Tool einzubringen. Es wird noch weitere Online-Formate auch geben. Im Sommer diesen Jahres gibt es dann Planungsspaziergänge und Radtouren. Auf diesen Spaziergängen und Radtouren sollen dann konkrete Problembereiche vor Ort gemeinsam besichtigt werden und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Im Herbst gibt es dann ein Mobilitätskonzept on Tour. Ein umgebautes Lastenrad zum Dialograd zieht dann eine Woche lang durch unsere Stadtteile und macht auf den NUMP aufmerksam. Ziel ist, dass es ein direktes Gespräch zwischen PassantInnen und PlanerInnen gibt. Im kommenden Winter dann wollen wir themenbezogene Bürgerwerkstätten durchführen. Hier werden PlanerInnen gemeinsam mit den interessierten Bürgern die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Mobilitätsversionen für die Hansestadt diskutieren. Also das ist alles ziemlich viel, das muss dann alles auch noch ausgewertet und zusammengeführt werden, aber dann am Ende ist das Ziel, eine klare Zielsetzung für die künftige Entwicklung der Mobilität zu entwickeln, die sich dann in dem NUMP darstellt. Es gibt natürlich auch schon jetzt wichtige Anregungen und Ideen, zum Beispiel mehr Tempo 30. Das treibt uns um, denn als Kommune wollen wir hier mehr tun. Leider sind uns rechtlich immer noch die Hände gebunden. Aber Gespräche dazu laufen und ich bin zuversichtlich, dass da auch bald mehr möglich sein wird. Und deshalb sind wir eben auch als Hansestadt schon frühzeitig einer Initiative beigetreten, die sich nennt Initiative für lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten. Diese haben sich mittlerweile schon 742 Städten, Gemeinden und Landkreise angeschlossen. Wir sind also längst nicht mehr allein. Wir wollen vor allem sukzessive auch den Umbau vorantreiben von barrierefreien Haltestellen, Straßen und Wegen.
Das geht sukzessiv weiter. Es gibt also jetzt schon viele Maßnahmen, die wir parallel umsetzen, und das wollen wir auch weiterhin. Wofür dann der NUMP? Mit dem NUMP wollen wir mit Ihnen gemeinsam schauen, an welchen Stellschrauben wir drehen können für die Mobilität unserer Zukunft. Dabei sollen auch gezielt Zielkonflikte adressiert werden, denn sie stehen nun mal im Raum. Wenn als Ergebnis des NUMP dann abschließend Handlungsempfehlungen auf dem Tisch liegen, dann wird der Rat deren Umsetzung beraten und anschieben. Und dabei stellt sich die Frage, welche Grundlagen sind denn schon da, auf denen wir aufbauen können? Schließlich wurden bereits für unsere Stadt mehrere Konzepte im Verkehrsbereich erstellt, auch die Radverkehrsstrategie 2025. In einer Bestandsaufnahme werden von den PlanerInnen diese bestehenden Konzepte alle gesichtet, auch aktuelle Planungen, und dann auf die Relevanz für den NUMP geprüft. So wird sichergestellt, dass der NUMP eben alle wesentlichen Aspekte aufgreift und keine Widersprüche entstehen. Der nächste Schritt ist dann eine Zustandsanalyse. In dieser Zustandsanalyse ergänzen eben die genannten Ortsbegehungen und Öffentlichkeitsbeteiligung die Bestandsaufnahme. Und sie ermöglichen eine Bewertung des heutigen Verkehrsgeschehens. Daraus lassen sich dann Erfordernisse für die passende Mobilitätsentwicklung in unserer Stadt ableiten. Auf dieser Grundlage soll es dann an konkrete Schritte gehen. Konkrete Maßnahmen und Szenarien sollen erarbeitet und bewertet werden. Dabei ist bereits jetzt klar: Mobilität können wir nur gemeinsam denken, Mobilität können wir auch nur gemeinsam gestalten, weil wir sie gemeinsam leben. Und die Verkehrsflüsse enden nicht an unseren Stadtgrenzen. Deshalb, wir haben es gerade gehört, entwickelt die Hansestadt eben den NUMP und parallel dazu der Landkreis ein Mobilitätsgutachten. Und das geht Hand in Hand. Deshalb haben wir auch gemeinsam mit dem Landkreis ein Konsortium für beide Pläne beauftragt. Es war schon ein intensiver gemeinsamer Vergabeprozess mit längerer Historie, aber ich kann sagen, dass zumindest das auch dazu geführt hat, dass die Fachdienste Mobilität beim Landkreis und der Bereich Mobilität bei der Hansestadt Lüneburg sehr eng zusammengewachsen sind. Es wird sicher sein, dass einige Fragen, die im NUMP auftreten, eben auch nur übergreifend beantwortet werden können, wie zum Beispiel die Buslinienführung und die Anbindung an die Umlandgemeinden. Wir wollen die Stadt eben nicht isoliert betrachten und deswegen ist diese Kooperation mit dem Landkreis so wichtig. Dieser wirft mit seinem Mobilitätsgutachten als ÖPNV-Träger vor allem seinen Blick auf den Verflechtungsraum Stadt und Landkreis. So ist zum Beispiel die Bahnreaktivierung zwischen Lüneburg und Blekede und Lüneburg nach Amlinghausen-Soltau ein ganz wichtiger Schritt, den wir gemeinsam verfolgen. Ziel muss eben sein, dass die zahlreichen PendlerInnen eine umweltfreundliche Alternative haben, um in die Stadt zu kommen. Und dazu gehört ein guter ÖPNV. Und dazu gehören eben auch gute Radwegeverbindungen in die Nachbargemeinden. Der Landkreis schaut also vor allem auf die aktive Ausgestaltung des ÖPNV und die Stadt nimmt alle Mobilitätsarten in den Blick und führt dabei eben diesen breiten Beteiligungsprozess durch. Alltagsmobilität hat eine besondere Bedeutung, weil es darum geht, bei den Menschen möglicherweise nun Routinen zu schaffen, die in ihren Tagesablauf integriert werden können und die attraktiv sind. Es geht also um eine positive Verhaltensänderung. Und ich freue mich, dass als Zeichen der engen Zusammenarbeit in diesem Prozess auch Landrat Jens Böther ein Grußwort übermittelt hat. Bevor ich an ihn übergebe, wünsche ich uns allen eine gute Veranstaltung. Ich wünsche uns einen guten Einstieg in diesen gemeinsamen Prozess. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen. Vor 30 Jahren wurde der wegweisende Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. Der hat die Innenstadt maßgeblich aufgewertet. Der nachfolgende Plan aus 2013 war da schon deutlich defensiver. Lassen Sie uns für die Entwicklung des NUMP nun Mut bewahren. Lassen Sie uns neue Ideen wagen und lassen Sie uns das Gute erhalten. Wir haben darum auch in der Politik parteiübergreifend einen Beirat geschlossen, den NUMP-Beirat. Ein Beirat, der von Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens gebildet wird. Und das ist wichtig. Wir brauchen den Querschnitt unserer Gesellschaft. Denn heute geht es um die Mobilität von morgen.
Lassen Sie uns das gemeinsam bewegen. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Claudia, liebe Teilnehmenden heute bei der Auftaktveranstaltung zum NUM-Projekt, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann es heute leider nicht anrichten, wäre gern dabei gewesen, aber es geht nicht. Deswegen heute eine Videobotschaft, die ich sehr gerne überbringe. Der nachhaltige urbane Mobilitätsplan, ein ganz wichtiges Vorhaben der Hansestadt Lüneburg. Und letztendlich nicht nur ein Vorhaben in der Hansestadt, sondern ein Vorhaben, was wir gemeinsam zwischen Landkreis und Stadt voranbringen müssen. Weil das Thema Mobilität funktioniert in der Tat nur gemeinsam. Wir sind mit 186.000 Einwohnern im Landkreis Lüneburg, davon gut 76.000 in der Hansestadt, eine große Gemeinschaft, die letztendlich alle von der Entwicklung der Mobilität profitieren wollen und sollen. Sie wissen es, viele Menschen aus dem Landkreis pendeln ein in die Hansestadt. Sie pendeln auch genauso gut raus zur Arbeit, vielleicht auch mal, um sich im schönen Landkreis zu erholen, einzukaufen oder einfach auch Freizeit zu verbringen. Ich denke mal, gemeinsam sind wir an dieser Stelle stark. Und der Verkehr, das wissen wir alle, macht an den Stadtgrenzen nicht Halt. Dabei ist es mir auch ganz besonders wichtig, dass die Dinge, die auch die Bevölkerung, die Menschen, die auf dem Lande leben, in der Stadt auch mitgedacht werden. Ein Paket der Mobilität ergibt sich eben nur aus der Optimierung von Bahnstrecken, aus der Optimierung des ÖPNV, der Busverkehre, des Fahrradverkehrs. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Menschen auf dem Lande, sei es nun ein Auto mit Elektroantrieb oder mit einem Verbrennermotor, sind oftmals darauf angewiesen, dass sie ihren PKW benutzen. Welche Möglichkeiten und Chancen es gibt, auch diese Belange mit zu berücksichtigen, das werden Sie mit Sicherheit erarbeiten. Wir als Landkreis haben im letzten Jahr und zu Beginn dieses Jahres einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Wir haben eine eigene Gesellschaft gegründet, die Moin GmbH, Mobilitäts- und Infrastrukturgesellschaft, mit der wir mehr Einfluss auf den Busverkehr gewinnen wollen. Wir wollen selber die Dinge in die Hand nehmen, mit Sicherheit mit vielen Partnern in der Region, die wir dafür brauchen. Wenn wir darüber nachdenken, dass Busse genauso fix unterwegs sein sollen oder fixer unterwegs sein sollen als der Individualverkehr, da muss sich auch baulich einiges ändern, wahrscheinlich in der Stadt. Thema Busspuren, Thema Park and Ride, all die Dinge müssen mitgedacht werden. Und es ist mir wichtig, dass bei dem Vorhaben, bei dem nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan letztendlich diese Dinge auch mit einfließen. Wir selber machen gleichzeitig ein Mobilitätsgutachten und das machen wir gemeinsam mit der Hansestadt. Ich wünsche Ihnen letztendlich viel Freude heute bei der Arbeit, gutes Gelingen. Ich gehe davon aus, dass wir uns an vielen Schnittstellen in diesen Projekten sehen werden. Heute hat es leider nicht gepasst. Trotzdem viel Erfolg heute und wie gesagt nochmal viel Freude bei der gemeinsamen Arbeit und gute Ergebnisse. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Landrat des Landkreises Lüneburg. Ihnen einen guten Tag. Brauchen wir in der Stadt mehr Mobilität? Brauchen wir weniger Mobilität? Wie soll diese Mobilität dann aussehen? Und gibt es vielleicht schon ein Konzept in irgendeiner anderen Stadt, das wir für Lüneburg als passend erachten, das wir 1:1 adaptieren können? Ich bin gespannt, ob wir auf diese Frage gleich ein klares Ja oder ein klares Nein bekommen werden. Lars Zimmermann ist Architekt und hat sich mit solchen Themen auseinandergesetzt, nämlich wie kann man Städte lebenswerter und nachhaltiger werden lassen. Er selbst bezeichnet sich nicht gerade als Architekt, sondern vielmehr als Zukunftsplaner, hat 10 Jahre in den Niederlanden gelebt und ist dann nach Hamburg zurückgekehrt. Dort betreibt er seine Beratungsagentur Cities for Future mit dem Ziel, Achtung, Deutschland im städtebaulichen Kontext ein bisschen niederländischer zu machen. So, und wie das aussehen könnte, erzählt er Ihnen. Lars Zimmermann. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Cities for Future, nur ganz kurz. Wir beraten zu Zukunftsthemen der Stadt, Mobilität, Placemaking, was macht einen Ort zukunftsfit und Resilienz. Und diese drei Themen darf man einfach nicht gesondert voneinander betrachten, sondern gehören zusammen. Die Weltbevölkerung wächst und sie wächst unaufhörlich im Moment. Und wir haben jetzt schon 8 Milliarden Menschen passiert an Einwohnern auf diesem Planeten.
Das bedeutet letztendlich, dass auch Zuwächse zu erwarten sind in Städten. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und die Prognosen anschaut, dann ist es sehr eindeutig, dass die Metropolen noch stärker wachsen werden und von 4,2 Milliarden in 2018 eben auf geschätzte 5,1 Milliarden in 2030, was ja mittlerweile nur noch 7 Jahre hin ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand das mal vorstellen kann, was das eigentlich heißt, fast 1 Milliarde Menschen ziehen in Metropolen. Das bedeutet letztendlich, wenn man es runterbricht, dass jede Woche eine Stadt gebaut wird für 1,5 Millionen Einwohner. Und das läuft schon seit 2018 und das geht auch jetzt noch die nächsten 7 Jahre so weiter und darüber hinaus. Wir kennen alle Hamburg, ich komme aus Hamburg. Das ist ungefähr Hamburg, jede Woche, die es gebaut wird, an Ressourcen, an Flächen, die nicht mehr der Natur zur Verfügung stehen und die letztendlich zu Metropolen oder Städten umgewandelt werden. Und diese Städte, die wachsen in Asien und vor allen Dingen in Afrika gar nicht mehr so stark bei uns hier im westlichen Kontext. Aber sie werden nach unserem Vorbild, nach unserem Blueprint gebaut. Und das ist letztendlich auch das, was wir jetzt auch sehen in Asien, in den Metropolen dort, auch in Afrika. Es wird dann eigentlich ein Stau gebaut, eine Straße, die dem Autoverkehr zur Verfügung steht und wo man weniger fährt, sondern mehr steht. In diesem Bild sind 200 Menschen versteckt, nämlich in 177 Autos. Das kann man aber auch mal deutlich machen und visualisieren, was das eigentlich bedeutet in der Stadt und über welche Flächen wir dort eigentlich sprechen, wenn man mal die Autos wegnimmt und diese Menschen mal aufzeigt. Diese Menschen wollen von A nach B. Sie könnten aber auch, statt alle in einem PKW zu sitzen, 3 Busse nehmen oder eine Tram. Oder, ich habe lange in Holland gelebt, in den Niederlanden korrekterweise, Sie könnten auch Fahrrad fahren. Wenn wir das Bild nochmal anschauen, dann ist auch klar, worauf ich hinaus will, das ist der Flächenverbrauch. Ressourcenverbrauch natürlich genauso, Emissionen ebenfalls, aber in diesem Kontext jetzt vor allen Dingen der Flächenverbrauch. Und dieser Flächenverbrauch, der sieht auch nicht anders aus, oder das Staubild sieht auch nicht anders aus, wenn ich über E-Fahrzeuge spreche, was ja die Industrie als die Zukunft proklamiert. Ich sehe darin auch die Zukunft, aber nicht, dass jeder vor seiner Haustür wieder das eigene Auto hat, was dann lange Zeit ungenutzt herumsteht. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, dann sehen wir autonome Autos ganz sicher, die on-demand zu bestellen sind, die einen von A nach B bringen und dann wieder den nächsten Kundenfahrgast aufnehmen. Aber auch das sorgt nicht für eine neue, lebenswerte, bessere Stadt. Natürlich sind E-Fahrzeuge leiser und haben weniger Emissionen lokal gesehen. Und es ist für mich auch persönlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht, wenn wir 1:1 unsere Welt jetzt elektrifizieren. First we shape our cities, then they shape us. Das hat Jan Gehl gesagt. Jan Gehl ist der führende Stadtplaner, schlechthin mittlerweile fast 90, aus Kopenhagen. Und der hat Kopenhagen auch maßgeblich mitgeprägt. Und wir alle kennen diese Bilder der lebenswerten Stadt. In den Rankings taucht es immer ganz weit oben auf. Sämtliche Städte, in denen er mitwirkt und wirklich auch mitwirken darf, tauchen dann auch sehr weit oben in diesen Rankings auf. Und eigentlich muss es doch darum gehen, lebenswerte Städte zu generieren und nicht autogerechte Städte. Dieses Zitat stammt ursprünglich von Winston Churchill. Und der hat gesagt, first we shape our buildings, then they shape us. Die Art und Weise, wie wir unsere Städte, wie unsere Gebäude geformt werden, formt letztendlich das Leben in diesen Städten, in diesen Gebäuden als Umkehrschluss. Wenn wir uns dann mal anschauen, was wir als Individuen, als Menschen, als Gesellschaft brauchen, dann sind es recht einfache Dinge, die man runterbrechen kann. Wir haben körperliche Bedürfnisse, Bewegung brauchen wir, Ernährung, Schlaf. Wir haben aber auch mentale Bedürfnisse, Identität, Selbstkontrolle, Freiheit.
Wir haben soziale Bedürfnisse, Kultur, Gesellschaft brauchen wir. Ja, unsere Städte und die sozialen Kontakte. Früher war der Stadtraum, der Straßenraum der soziale Kitt. Man hat sich getroffen, da haben die Kinder gespielt. Spielplätze übrigens gab es vor den 50er Jahren noch nicht. Die brauchte man nicht, weil die Straßen der Spielplatz waren. Man hat gehandelt, man hat verhandelt, man hat sich getroffen auf der Straße und das war die Nachbarschaft und das war der Ort des sozialen Austausches. Wenn man Amsterdamer, wenn man Niederländer fragt, fühlst du dich irgendwie in deiner Mobilität eingeschränkt? Die zeigen einem alles Mögliche. Wie ist man da hingekommen in Amsterdam? Auch Amsterdam sollte autogerecht werden. Auch Amsterdam sollte riesige Flächen für Stadtautobahnen frei bekommen. In Amsterdam sind jährlich viele, viele Kinder im Straßenverkehr getötet worden. Und dagegen sind die Leute auf die Straße gegangen, verständlicherweise. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt 12. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn ihr was passieren würde im Straßenverkehr. Dieses Vision Zero, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, aber das ist eine Vision. Diese Vision ist eigentlich sehr naheliegend. Sie sagt nämlich, wir möchten, dass im Straßenverkehr keiner mehr stirbt. Null Verkehrstote. Und diese Vision ist Wirklichkeit geworden, nicht in den Niederlanden, aber in Oslo oder Helsinki. Und die haben ganz klare Vorgaben gemacht im Straßenbau, in dem gesamten Auffassen von Mobilität und sie haben es eben menschenzentriert geplant und haben dieses Ziel erreicht. Eine Stadt ist dann lebenswert, wenn sich die Bewohner im Alter von 8 bis 80 Jahren frei, selbstständig, autark, sicher in ihr bewegen können. Und dann findet eine Durchmischung statt, dann findet agiles Leben auf den Straßen, auf den Wegen statt. Kopenhagen hat mal ausgerechnet, jeder Kilometer mit dem Auto, motorisierter Individualverkehr, MIV, kostet die Gesellschaft 75 Cent. Jeder Kilometer mit dem Fahrrad, und es soll nicht nur ein Fahrradvortrag werden, ganz klar, ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Hannover wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört. Und da waren die Architekten dann die Ersten, die geschrien haben, dann bauen wir es ganz anders auf. In Hamburg spricht man beim Wiederaufbau übrigens von der zweiten Zerstörung der Stadt, weil es wurde eine autogerechte Stadt. Hannover genauso, autogerecht, geplant mit großen Schneisen, großen Verkehrsadern. Hannover ist aber auch jetzt einer der Vorreiter, um diese Fehlentwicklung, nenne ich es jetzt mal, wieder umzukehren. Das sind jetzt Visualisierungen, wie die Innenstadt in Zukunft aussehen soll. Wir sind beauftragt, um lebenswerte, verkehrsarme Quartiere ausfindig zu machen, 5 Stück in unterschiedlichen Bezirken. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Hannover investiert aber auch in den ÖPNV, und zwar massiv. Und das kann man auch immer nur im Verbund stemmen, auch in einem Verbund sehen. Lübeck, von der Einwohnerzahl etwas größer oder doppelt so groß, von der Ausdehnung ebenfalls. Aber in Lübeck gab es einen Verkehrsversuch und das ist auch immer noch erlebbar. Also vielleicht fährt die eine, der andere mal nach Lübeck, ist es ja gar nicht so weit. Da ging es darum, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Man sieht hier die 20 km/h auf der Straße. Und das sorgt für Sicherheit. Übrigens ist das auch ein Riesenfaktor eben bei der Vision Zero für Helsinki und Oslo. Der Stadtraum wird anders möbliert, der Stadtraum wird anders wahrgenommen und Themen wie öffentliches Grün zur Abkühlung, Wasser, Wasserbezug, Sitzflächen zu schaffen, eine essbare Stadt zu schaffen. Vielleicht hat jemand diesen Begriff auch schon mal gehört. Ich kann die Stadt essen. Ich habe überall die Möglichkeit, Beeren zu pflücken, etc. Das ist dort umgesetzt.
Leipzig ist ebenfalls einer der Vorreiter, vor allen Dingen auch so ein Leuchtturm in Ostdeutschland. Und das ist ein Bild eines Superblocks. Vielleicht hat jemand diesen Begriff schon mal gehört. Dort steht dann der Mensch im Mittelpunkt in dem Quartier. Dieser Begriff Superblock kommt aus Barcelona, einer ultraverdichteten Stadt in Spanien. Und die haben sich aus vielerlei Gründen, starke Emissionen, starke Abgaswerte, wenig Natur, wenig Grün, enormer Hitzeinseleffekt, starke Hitze im Sommer, Folgendes ausgedacht. Man nehme 9 dieser Häuserblocks und sperre es für den Durchgangsverkehr, aber man arbeitet Hand in Hand mit dem öffentlichen Nahverkehr. Man reduziert die Geschwindigkeiten. Man sorgt dafür, dass FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen ohne weiteres passieren können und hat eine Einbahnstraßenregelung, dass das Reinfahren auch überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und dann wird aus dem Bereich, aus diesem Straßenbereich, den Sie hier links sehen, das ist Vergangenheit, wieder Lebensbereich. Barcelona, ich habe es eben schon gesagt, setzt auch ganz klar auf weitere Anreize, ÖPNV stark auszubauen zum Beispiel. Die maximale Entfernung zu einer Bushaltestelle soll 400 Meter betragen. Was ebenfalls gemacht wurde, für alle, die ihren Pkw abgeben wollen, und zwar Verbrenner, gibt es ein kostenloses ÖPNV-Ticket für 3 Jahre lang. Und das haben über 13.000 Menschen dann gemacht. Barcelona zeigt auch, Menschen müssen sich langsam an neue Begebenheiten gewöhnen. Wir sind ein Gewohnheitstier. Und die Aktivitäten in so einem Superblock, die wachsen. Aber sie wachsen exponentiell. Man gewöhnt sich dran und entdeckt dann die Möglichkeiten. So ein bisschen wie bei IKEA. Man sieht es auch hier. Geschäfte oder Märkte haben einen Zuwachs von 77% und so weiter. Es gibt eine Steigerung auch für die Wirtschaft und alle profitieren. Anwohnerparken zum Beispiel, ebenfalls eine Erhöhung, Belieferungszonen. Die Logistik ist ein wichtiges Thema, auch das wird besser gelöst. Grünflächenzunahme 100% und auch eine sehr wichtige Zahl, wenn das auf alle 500 Superblocks ausgerollt wird in Barcelona, wurde ausgerechnet, gibt es fast 700 Menschen, die weniger vorzeitig sterben. Und all die Fahrzeuge, die Sie auf der rechten Seite sehen, sind obsolet, wenn wir uns anders in der Stadt bewegen. Und am Ende bleibt eine Spur für den Kfz-Verkehr übrig, eine Spur für den Radverkehr und eine für den Bus. Und natürlich Fußgänger ebenfalls. Und dann haben wir nämlich Platz und wir haben Platz für Plätze, Parks, für all das, was eine Stadt lebenswert macht. Und deswegen ist das Auto für mich jetzt auch Geschichte, persönlich und inhaltlich. Und in Hamburg, der großen Metropole, bewege ich mich immer mit dem E-Bike und das geht wunderbar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lars Zimmermann. Und dann fliegender Wechsel direkt hier auf der Bühne. Jetzt kommen wir nämlich zum Fahrplan und die Planersozietät. Das ist ein Projektbüro, beauftragt damit, das NUMP-Projekt für die Stadt Lüneburg zu begleiten. Und wir hören jetzt von Alexander Reichert und Carola Bayer mehr zum Zeitplan, zu den Projektschritten. Und Applaus für die beiden, Sie haben das Wort. Ja, also vielleicht vorneweg, es sind nicht nur wir beide, sondern wir sind ein größeres Konsortium. Es sind auch noch 2 andere Planungsbüros da. Wir haben ja auch gehört, wir entwickeln das zusammen. Mobilität sind Emotionen. Mobilität, wenn Sie die Seat-Werbung kennen, powered by emotions, genau das ist Mobilität. Mobilität bewegt uns alle. Und egal in welchem Verkehrsmittel wir sitzen, wir beschweren uns eigentlich tagtäglich über Mobilität. Also wenn ich an der Haltestelle warte, stört mich das. Wenn ich im Auto sitze, stört mich das. Aber auch als Fußgänger, wenn dann der doofe Radfahrer über meinen Weg fährt, stört mich das auch. Also das ist ein Thema, was wirklich alle bewegt. Und das ist eigentlich auch durchgehend so. Wir haben dann geguckt, wie sieht's eigentlich bei Ihnen aus? Wie ist es bei Ihnen in der Stadtgesellschaft, wenn wir kommen aus Dortmund, wir haben geguckt,
Wie sieht es bei Ihnen aus? Womit, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich eigentlich hier in der Stadt und haben festgestellt, auch Sie beschäftigen sich unheimlich viel hier mit Mobilität. Ich finde es super, dass Sie so eine aktive Stadtgesellschaft haben. Ich baue darauf, dass Sie mit uns durch diesen Prozess gehen und uns dabei unterstützen und da auch Ihre Ideen einbringen. Und ich hoffe, heute ist da auch ein guter Auftakt. Wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt verschiedenste Planwerke, die hier auch schon angesetzt worden sind, auch konkrete Konzepte. Manche Sachen befinden sich auch gerade in der Umsetzung. Das heißt, wir greifen natürlich in auch bestehende Dinge ein und nehmen das auf. Denn bei uns geht es darum, einen strategischen Rahmen für die Verkehrsplanung in den kommenden 10 bis 15 Jahren auch festzulegen. Was ist die Aufgabe? Wir haben gehört, nachhaltiger urbaner Mobilitätsplan. Das kommt aus der EU auch ein Stück weit. Das ist also auch ein Verfahren, was auch EU-weit umgesetzt wird. Es geht erstmal im ersten Schritt natürlich zu tun, was haben wir? Wie sieht die aktuelle verkehrliche Situation aus? Wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wo muss man ran? Da sitzen wir ja auch heute zusammen, dass Sie uns Hinweise geben, denn Sie sind die Ortskundigen, die uns da auch sicherlich wichtige Dinge mit auf den Weg geben können. Es ist ein gesamtstädtischer Plan. Und es ist ein strategischer Prozess. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um kleinere Einzelmaßnahmen. Ne? Wir können uns in dem Prozess nicht mit jeder kleinen Straße beschäftigen, sondern es geht darum, die großen Handlungsstränge, die großen Entwicklungsstränge auch ein Stück weit festzulegen, Ziele und Strategien festzulegen und natürlich dabei alles zu berücksichtigen, was auch schon läuft. Mobilitätstrends, die es gibt, Entwicklungen. Es geht natürlich auch darum, die aktuellen Entwicklungen und Konzepte zu integrieren, zu schauen, wie sind da die Schnittmengen auch zur Stadtentwicklung, wie können wir die ganzen verschiedenen Konzepte auch zusammenbringen, damit wir hier eine wirklich eine gute Entwicklung haben, die stringent ist und für die Mobilität dann auch Fortschritt bringt. Genau, unsere Analyse, das, was wir jetzt gerade anstehen, wir waren schon in Ihrer Stadt, sind schon viel rumgekommen, da wird Frau Bayer gleich auch nochmal eine kurze erste Auswertung zu bieten. Wir haben uns natürlich auch schon Ihre Planwerke angeguckt, die existieren. Aber wir machen es auch nochmal datengestützt. Da haben wir noch Partner, die dann auch ein Verkehrsmodell aufstellen, die das nochmal quantifizieren und nochmal die Bedarfe auch ein Stück weit in Simulationen darstellen können, sodass wir dort auch Informationen bekommen, die datenbasiert sind und entsprechend auch empirisch gestützt sind. Die Maßnahmen entwickeln wir dann ebenfalls datenbasiert. Das heißt, wir nutzen natürlich dieses Modell auch nicht nur im ersten Schritt für die Analyse, sondern wollen natürlich später auch gucken, naja, wenn wir jetzt eine Maßnahme umsetzen, was macht das eigentlich mit der Stadt? Also wenn ich jetzt eine neue ÖV-Linie oder entsprechende Ideen habe, dann können wir natürlich schauen, was passiert eigentlich, wenn wir das machen? Hat das eine Wirkung? Das machen wir einmal datengesteuert, aber das machen wir natürlich auch im Austausch mit der Stadt, zu schauen, was ist auch realisierbar, was ist möglich und das führt sich am Ende dann zusammen. Wir schauen, welche Maßnahmen passen vielleicht auch am besten zusammen und am Ende soll das auch entsprechend in einem Handlungskonzept zusammengeführt werden. Genau, in diesem Handlungskonzept, das ist uns nochmal wichtig, betrachten wir nicht einen Verkehrsträger. Wir haben jetzt gerade viel über das Fahrrad gehört, aber natürlich geht es um alle Verkehrsträger, die miteinander auch irgendwie ein Stück weit eine Symbiose haben müssen. Wir müssen einerseits geht es um den ÖPNV, da gerade die Zusammenarbeit auch mit dem Kreis. Es geht um den Fuß- und Radverkehr, aber es geht natürlich auch darum, um die verträgliche, bedarfsgerechte Abwicklung des notwendigen Kfz-Verkehrs. Nicht jeder kann auf ein Auto verzichten hier in der Stadt. Es gibt mobilitätseingeschränkte Personen, es gibt Anlieferverkehre. Das sind natürlich Themen, die wir auch mit berücksichtigen müssen und die wir entsprechend hier auch im Handlungskonzept aufgreifen. Und es geht uns natürlich darüber hinaus auch darum zu schauen, wie können wir die einzelnen Verkehrsmittel miteinander vernetzen. Und am Ende wird das entsprechend auch zusammengefasst und geht dann entsprechend auch in die politische Diskussion. Wie mein Kollege schon gesagt hat, haben wir uns schon mit Lüneburg vertraut gemacht, waren schon im ganzen Stadtgebiet unterwegs und ich würde jetzt einmal die Gelegenheit nutzen und Ihnen einmal kurz vorstellen, was so unsere ersten Eindrücke von der Stadt sind. Und da würde ich einmal mit den Qualitäten von Lüneburg anfangen, wo zuallererst einmal die kompakte Stadtstruktur zu nennen ist. Also Lüneburg ist sprichwörtlich eine Stadt der kurzen Wege. Zum Beispiel alle Wege von jedem Ortsteil, von jedem Stadtteil bis ins Zentrum sind in der Regel kürzer als 5 Kilometer und zum nächsten Nahversorgungszentrum noch kürzer. Und gerade diese kurzen Wege, die bieten ein großes Potenzial, dass sie mit dem Umweltverbund zurückgelegt werden. Also zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Bus. Und wenn man sich so in Lüneburg fortbewegt, dann merkt man schon heute, dass dieses Potenzial auch genutzt wird. Also wir haben heute schon öfter gehört, Sie haben ein sehr hohes Radverkehrsaufkommen, eine herrschende Fahrradkultur, Sie haben eine sehr attraktive, weitläufige Fußgängerzone
Und sie haben auch zum Beispiel viele gut genutzte Wege abseits von den Straßen, zum Beispiel entlang der Ilmenau. Und auch bei unseren Ortsbegehungen und Ortsbefahrungen haben wir den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, als sehr sichtbar im Stadtraum wahrgenommen und würden auch dessen Taktung grundsätzlich erst einmal als gut bewerten. An einigen Haltestellen des ÖPNVs und auch darüber hinaus im Stadtbild findet in Lüneburg auch schon neue und vernetzte Mobilität ihren Platz. Also da ist zum Beispiel zu erwähnen, dass Fahrradleihsystem Stadtrat oder auch das Carsharing-Angebot von Cambio und auch das Thema Elektromobilität, was schon in Lüneburg seinen Platz findet. Genau, als letzte Stärke, aber mit als wichtigste, würden wir gerne einmal die herrschende Stadtgesellschaft nennen, also Sie, die hier auch heute sitzen. Also wir haben schon wahrgenommen, dass in Lüneburg eine hohe Diskussionskultur besteht. Und es zeigt sich auch durch die vielen Initiativen, die Aktionen, die Veranstaltungen, die Bürgerentscheide, dass auf jeden Fall Interesse besteht, an den aktuellen Themen mitzuwirken. Und genau darauf wollen wir bei der Erstellung des NUMS natürlich auch aufbauen und diese Stärken auch mit nutzen. Wie jede andere Stadt auch, steht Lüneburg natürlich aber auch vor Herausforderungen. Und diese Herausforderungen, die haben verschiedene Gründe. Da ist zum einen die bestehende Raumstruktur zu nennen. Also Lüneburg ist eine sehr historisch gewachsene Stadt und hat deshalb vor allem im Zentrum sehr schmale Straßenräume. Hinzu kommt, dass sie als touristischer Zielort auch viele Gäste in der Stadt haben und wir haben es heute auch schon gehört, auch viele Arbeitstätige, Erwerbstätige nach Lüneburg einpendeln und das meistens mit dem eigenen Pkw. Und das sorgt dafür, dass der öffentliche Raum an vielen Stellen vom Pkw-Verkehr, vom Kfz-Verkehr geprägt ist, sei es der ruhende, also der parkende Kfz-Verkehr oder auch der fließende oder im Stau stehende Kfz-Verkehr. Und dadurch stoßen einige Straßen teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen. Und das hat auch zwangsläufig Auswirkungen auf den ÖPNV, denn der ist in Lüneburg in der Regel auf den gleichen Strecken unterwegs, also auf der gleichen Infrastruktur. Genau, und auch eine Herausforderung, mit der Sie als Stadt definitiv nicht alleine dastehen, ist das Thema Hauptverkehrsstraßen. Hauptverkehrsstraßen sind in der Regel potenzielle Konfliktstellen, denn dort teilen sich meistens Fuß- und Radverkehr einen sehr schmalen Seitenraum und dem Pkw-Verkehr wird flächenmäßig der größte Teil zugeordnet, sodass es im Seitenraum dann häufig zu Konflikten kommt. Und auch selbst durch die Gestaltung der Hauptverkehrsstraßen, die auch in Lüneburg meist sehr autogerecht und linear verlaufen, entfalten diese Hauptverkehrsstraßen eine Art Barrierewirkung im öffentlichen Raum. Genau, und als letztes haben wir noch zwei weitere Aspekte, die ich nur einmal kurz aufgreifen möchte. Das ist einmal das Thema Barrierefreiheit, auch wieder an die Historie von Lüneburg gekoppelt. Sie haben natürlich vor allem im Zentrumsbereich viel Kopfsteinpflaster, was historisch bedingt dort vorliegt. Und dann ist das Thema Barrierefreiheit aber natürlich darüber hinaus nicht nur auf die Fußwege zu beschränken, sondern auch in Verbindung mit anderen Themen zu denken. Also zum Beispiel mit der Ausstattung von Bushaltestellen oder mit der Ausstattung von Kreuzungen beispielsweise. Und das letzte Thema, einmal das Thema Lieferverkehre. Das spielt natürlich sowohl in der Innenstadt im Zusammenhang mit dem Einzelhandel eine Rolle, aber auch eigentlich in jedem Wohnquartier. Weil durch den zunehmenden Onlinehandel wird es auch weiterhin ein immer relevanter werdendes Thema bleiben, was potenziell Konflikte verursachen kann, vor allem im Bereich der Verkehrssicherheit. Genau, so viel einmal zu unseren ersten Eindrücken von Lüneburg und der Mobilität in Lüneburg. Aber ganz wichtig, wir selbst sind nicht die lokalen Expertinnen und Experten der Stadt, sondern das sind Sie, die hier heute sitzen und deshalb sind wir auch so sehr auf Ihre Hilfe und Mithilfe angewiesen im Rahmen des NUMS und freuen uns auch heute gleich im Anschluss dann Ihre Meinungen und Ideen mitzunehmen und anzuhören. Gut, haben wir noch eine Frage. Wie kann man Menschen aus den Außenbereichen Lüneburgs, Reppenstedt, Vögelsen, Deutsch-Evern, Wendisch-Evern, von den gezeigten Lösungsansätzen, die Herr Zimmermann präsentiert hat, überzeugen? Also Sie haben ja natürlich jetzt doch eher das großstädtische Amsterdam propagiert. Wie sieht es denn in Holland mit den Randbezirken aus? Ja, also man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass Menschen zum Teil in Utrecht leben und in Amsterdam arbeiten. Das sind so schlappe 40 Kilometer, 50 Kilometer. Und es gibt nicht wenige, die diese Entfernung, dank Homeoffice nicht jeden Tag, aber sehr oft mit dem Fahrrad zurücklegen oder logischerweise eben auch mit dem öffentlichen Nahverkehr, der auch extrem gut ausgebaut ist. Es braucht einfach ein sehr gut strukturiertes Netz. Es braucht
ein nahtloses Netz. Es braucht gute Wegeverbindungen, Wegebeziehungen, um Hemmschwellen abzubauen, sichere Wege, breite Wege. Und ja, wie gesagt, in Hamburg bin ich, mein Wohnort ist nicht zentral. Ich fahre 14 Kilometer in die Innenstadt und das ist für mich überhaupt kein Problem, dank E-Bike. Nicht jeder hat ein E-Bike oder nicht jeder ist auch fähig, ein E-Bike zu fahren, aber dafür gibt es dann andere Möglichkeiten, eben einen besseren ÖPNV auszubauen etc. Also die Verwebung der Umgebung oder der Randbezirke mit den Metropolen, mit den städtischen Bereichen, die ist extrem wichtig und da hakt es sehr oft und wir haben heute schon gehört, auch das steht auf der Agenda. Ich verlängere die Frage auch gerne nochmal in Richtung Frau Bayer, Herr Reichert. Der NUMP ist etwas, was eigentlich ja erstmal Lüneburg umfasst. Der Landkreis arbeitet parallel an etwas anderem. Wo sind da die Vernetzungen, die Sie dann entsprechend auch wahrscheinlich ja im Blick haben werden? Ja, also erstmal für den ÖPNV haben wir die sowieso. Also das ist ja über das Mobilitätsgutachten des Landkreises in Verbindung mit dem Mobilitätskonzept. Es geht ja genau darum, um diese Verbindung zu schaffen. Und für die anderen Verkehrsmittel haben wir das natürlich auch auf dem Schirm. Und für uns ist das auch ganz wichtig, weil es letztlich, wer im Lüneburg-Zentrum wohnt, der fährt wahrscheinlich heute schon Rad. Weil, also wir haben eben gesehen, Freiheit ist das Wichtigste. Wenn ich da im Stau stehe, hat das nichts mehr mit Freiheit zu tun. Deswegen glaube ich, für die, da gibt es wahrscheinlich schon viele Radfahrüberzeugte, sondern die wir überzeugen sollen. Insofern finde ich die Frage ganz gut. Das sind ja genau die Personen, die hier auch genannt sind. Und insofern sind das natürlich auch für uns Zielgruppen, die vielleicht auch anzusprechen sind, wo wir auch Lösungen finden müssen. Und ich glaube auch, dass es dafür Lösungen gibt, dass das besser funktioniert, als es heute funktioniert. Und es wird es auf einen Mix von verschiedenen Verkehrsmitteln hinauslaufen. Aber man muss das, glaube ich, schon ernst nehmen und schauen, was kann man verlagern, welche Möglichkeiten haben wir auch in diesem Prozess. Und vielleicht nicht jeder kann Fahrrad fahren, das muss man immer auch berücksichtigen, genau. So, und ich werfe noch mal einen Blick auf den Rechner. Eine haben wir noch. Wie werden die Mobilitätsbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern berücksichtigt? Das betrifft ja dann eben oft Stadt und Landkreis. Gleichzeitig ist ja fast die Frage, die wir eben schon hatten. Aber vielleicht mögen Sie noch ergänzen, vielleicht auch Herr Zimmermann nochmal. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz anfangen. Ich kann es ganz kurz machen. Ist für uns eine ganz wichtige Zielgruppe, die wir auch, glaube ich, im Prozess nochmal speziell ansprechen müssen. Das ist auch immer eine Herausforderung, die auch entsprechend anzusprechen, weil die ganz eigene Bedürfnisse haben. Wir hatten letztens eine sehr schockierende Online-Dialog mit Kindern und Jugendlichen. Ist jetzt eine Woche her. Da haben 70% gesagt, dass sie sich nicht vorstellen können, den Straßenraum zugunsten der Nahmobilität umzugestalten, während die Erwachsenen sehr viel deutlicher dafür waren. Insofern ist das, glaube ich, so auch war für uns als Planungsbüro auch nochmal so ein Aha-Effekt zu sagen, ja, das ist, glaube ich, eine Gruppe, die müssen wir ja auch ein Stück weit für den Prozess gewinnen und da dann auch schauen, wie wir mit denen eine Planung haben am Ende, die die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auch berücksichtigt. Ja, ich würde gerne noch ergänzen, ich habe dieses Bild ja gezeigt, von 8 bis 80 sicher autark in der Stadt sich zu bewegen, das sollte das Ziel sein. Wenn man überlegt, wie viel Zeit drauf geht als Vater oder Mutter, um das Kind von A nach B zu fahren, in der Stadt, zum Sportverein, zu Freunden, wo auch immer hin, das ist unglaublich Verschwendung aus meiner Sicht von Zeit und Ressourcen und Energie. Wir sollten doch lieber eigentlich danach streben, eine Stadt zu haben, in der eben das Kind autark unterwegs sein kann und ich auch nicht Angst haben muss um mein Kind. Das heißt, auch da wieder eine sichere Infrastruktur, eine niedrigschwellige Infrastruktur, auch ein gutes ÖPNV-Angebot, was eben auch Kinder wunderbar nutzen können. Und dann erspare ich den Eltern so viel Zeit, die sie hinterm Steuer verbringen müssen. Übrigens da noch eine kleine Anekdote. Es wird ja immer gedacht, mit dem Auto ist es so sicher, das Kind zur Schule zu bringen. Wenn man Statistiken anschaut, dann verunglücken eben auf der Rückbank Kinder im Moment viel, viel zahlenmäßig viel stärker, als es sonst im Straßenverkehr der Fall ist. Vielen Dank für Ihre ersten Eindrücke und ja, jetzt geht's dann los ins interaktive Format. Sie sind jetzt eingeladen, ins Foyer zu gehen. Dort sind 5 Thementische aufgebaut.
5 Stationen warten auf Sie und warten auf Ihre Meinungen, Ihre Wünsche. Und geben Sie ab, was Sie abgeben möchten. Verkleben Sie Punkte, die Sie bekommen haben. Geben Sie Pins ab und äußern Sie Ihre Wünsche, vielleicht auch Bedenken, Kritik. Und was sind Ihre Ideen? Das interessiert uns. Wir sehen uns hier in etwa einer Dreiviertelstunde wieder. Lassen Sie bis dahin die Stadt wissen, was Sie wissen lassen möchten. Viel Vergnügen und bis nachher. Sie sehen ein anderes Setting hier vorne. Wir haben uns hingesetzt zu einer Gesprächsrunde, um das an Eindrücken aufzugreifen, was Sie draußen an die Wände gebracht haben. Und wir gehen einfach mal ganz kurz durch. Zu meiner Linken, für Sie ganz rechts, Bastian Hagmeier, seit Jahresbeginn der Bereichsleiter Mobilität bei der Stadt Lüneburg. Neben ihm haben wir dann Tobias Siebert von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Dort ist er Berater für Mobilitäts- und Infrastrukturpolitik. Rechts von mir sitzt Sabine Borchers, Vorstandsmitglied beim Lüneburger Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Und rechts daneben Stefan Borchers, nicht verwandt, nicht verschwägert mit Sabine Borchers. Er ist vom Fachdienst Mobilität beim Landkreis Lüneburg. Also wir haben Stadt und Landkreis, Fahrrad und Wirtschaft, sage ich jetzt mal, als Schlagworte hier vereint. Und ja, fangen wir doch einfach mal vielleicht bei Ihnen, Frau Borchers, an. Also Sie sind draußen rumgegangen, Sie haben an den Wänden mal geguckt. Was sind so Ihre Eindrücke? Es waren 3 Überthemen. Einmal das Thema Sicherheit war gestellt. Das zweite Thema die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Und das dritte, was müsste sich ändern, damit Sie öfter mit dem Fahrrad fahren? Was ganz klar bei dem Thema Sicherheit ist, ist einfach, dass eine klare Trennung von Radverkehr, Fußverkehr und Kfz-Verkehr gefordert wird. Solange das nicht getrennt voneinander geführt wird, wird es auch keine Sicherheit geben. Da haben Sie offenbar einen Punkt rausgegriffen, der hier tatsächlich von der einen oder dem anderen auch genannt wurde. Herr Borchers, mache ich weiter mit Ihnen. Der Landkreis arbeitet eben am Mobilitätsgutachten und am Ende soll das Ganze ja auch Hand in Hand funktionieren. Was haben Sie mitgebracht aus der Runde von draußen? Erstmal vielen Dank für den ganzen Input. Ich habe zu Anfang versucht, mir einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Das habe ich relativ schnell aufgegeben, weil es einfach schlichtweg zu viel war und habe mich dann auf das Thema ÖPNV konzentriert. Was ich da halt mitgenommen habe, ist letztendlich die Wahrnehmung des ÖPNVs, die eher eine negative ist, so wie die Abfrage sich ausgestaltet hat, was ganz spannend ist für uns halt für die weiteren Planungen beim Mobilitätsgutachten, weil wir halt im Hintergrund auch Analysen dazu haben, wie der ÖPNV rein datenbasiert ausgestaltet ist. Das heißt, unsere Analysen und Untersuchungen gehen ein bisschen auch in eine andere Richtung. Die Frage ist halt daher, woran liegt das, dass wir eigentlich mit einer auf dem Papier zumindest auf Basis der Daten ganz guten Taktung so eine schlechte Rückmeldung bekommen. Das ist halt was wir in dem Prozess abbilden müssen. Also dafür schon mal vielen Dank. Da habe ich ganz viel zu Infrastruktur gelesen letztendlich. Bevorrangung des ÖPNVs war ein großes Thema. Digitalisierung, also Buchung und Information der Angebote, Tarifstruktur, Fragestellung, warum wir so eine Bündelung zu gewissen Zeiten haben. Das ist die Frage, die Bündelung am Sande, Bündelung am Zopf zu gewissen Zeiten. Das hängt als Hintergrund ja mit der Anbindung an den Metronom zusammen. Es ist die Nachfrage nach Abend- und Nachtangeboten. Es gab die schöne Abfrage, welcher Haltepunkt wird am meisten genutzt, Sande oder Bahnhof. Da war auch eine ganz klare Konzentration auf das Thema Bahnhof. Den Sande als Ort, der ist auch immer mal wieder aufgetaucht, nicht nur beim Thema ÖPNV, sondern was ich auch in den anderen Stellwänden so gesehen habe. Springen wir mal zur anderen Seite, Herr Hagmeier, zuständig für den oder Bereichsleiter Mobilität bei der Hansestadt Lüneburg, das heißt auch heute Abend eigentlich maßgeblich Mitorganisator dieser Veranstaltung. Gibt es da Punkte, die Sie überrascht haben? Das ist ja jetzt alles noch nicht ausgewertet, aber vielleicht ist Ihnen ja irgendwas ins Auge gesprungen. Ich glaube, ich fange wie mein Kollege Herr Borchers grundsätzlich an. Ich war sehr beeindruckt von der Fülle. Da draußen sind mehrere dieser Karten, wo Sie die vielen Fähnchen eingesteckt haben und wir haben überall in Lüneburg Rückmeldungen gefunden.
Wir haben sehr, sehr zahlreiche Punkte, die wir vielleicht zum Teil schon kennen aus dem einen oder anderen Kontext, aber es ist sehr hilfreich für so einen Prozess, der vor uns steht, am Anfang auch all das nochmal zusammenzubringen. Auch wenn der Punkt schon bekannt ist, hilft es ja, dass auch die Planersozietät, die noch gar nicht so in diesem Prozess drinsteckt, 2-3 Monate jetzt, all das nochmal hat. Mir persönlich ist aufgefallen, dass das Thema Fußverkehr ganz kontrovers betrachtet wurde. Wir hatten ganz viele Rückmeldungen zum Thema Kfz, da war die Wand ganz voll. Fahrrad war so am Anfang gar nicht so gefüllt, hat sich dann mit der Zeit gefüllt. Im Fußverkehr war auch am Anfang noch nicht so viel Debatte und dann bin ich vorbeigelaufen, habe eine sehr kontroverse Diskussion kurz mit einem halben Ohr mitgehört und dann fiel ein Zitat, was mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Der Fußverkehr wird mit Füßen getreten. Ich glaube, das ist was, da wollen wir von weg. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, weil es geht ja darum, das haben wir heute in der Begrüßung gehabt, das haben wir in dem Input von Herrn Reichert und Frau Bayer vorhin gehabt, wir wollen ja alle Verkehrsarten betrachten. Dass jetzt heute hier vorne mal eine Vertreterin sitzt für eine Verkehrsart, hat einfach den Hintergrund, hier ist eine Anzahl X Stühle und wir haben auch mit vielen Verbänden vorher gesprochen. Aber wir wollen die alle in diesen Prozess reinbringen und wir brauchen von Ihnen diese Rückmeldung, wo genau ist es? Vielleicht schon so eine kleine Schwachstelle dessen, was wir im Moment tun. Heute sitzen ganz viele von Ihnen hier. Wir hatten vorhin diese schöne Befragung, wie sind Sie hierher gekommen? Und da fehlen noch ein paar Menschen. Das ist aber gar nicht nur eine Aufgabe für mich, die Hansestadt und meine Leute dort im Team. Das ist auch eine Aufgabe für alle von Ihnen. Wer fehlt denn, der nebendran wohnt und mit dem Auto fährt? Und wie kriegen wir den in diesen Prozess rein? Und wie kriegen wir Menschen in Kaltenmoor? Das war der Stadtteil, der, glaube ich, einen Punkt auf der Karte vorhin hatte und der auch keine Fähnchen auf dem Stadtplan abbekommen hat, mehr hierher. Wir haben später noch ein paar Formate vor im weiteren Prozess, aber ich glaube, auch wir alle müssen gucken, dass wir die mit reinholen. Also viel, viel bunter Input, aber auch so ein bisschen die Aufgabe an uns alle zu sagen, wie machen wir dieses Feld so breit, wie es sein muss, sodass möglichst alle Perspektiven vertreten sind. Herr Siewert von der IHK hier in Lüneburg. Sie haben so ein bisschen die Wirtschaftsbrille und vielleicht auch die Logistikbrille, die Verkehrsbrille, jetzt also Wirtschaftsverkehre, also nicht nur der Individualverkehr mit dem Auto, sondern eben auch Lastwagen, Lieferverkehre. Was sind Punkte, die Ihnen besonders hängen geblieben sind, so auf den ersten Blick? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich vor allen Dingen an zwei Stellwänden herumgetrieben. Das eine war tatsächlich auch die Stellwand des ÖPNV, weil das natürlich insbesondere für die Kundenströme der Innenstadt oder auch für die Erreichbarkeit von Unternehmen, also von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Thema ist und dann eben beim Thema Wirtschaftsverkehr und Pkw-Verkehr. Ich muss sagen, der Wirtschaftsverkehr hat tatsächlich jetzt auf der Stellwand noch keine allzu große Rolle gespielt. Ich glaube, da bedarf es vielleicht nochmal eines anderen Formates oder einer anderen Beteiligung, dann auch die Interessen nochmal zu erfassen und auch mit aufzunehmen, bin ich aber ganz, ganz positiv optimistisch, weil ich glaube, dass, was Herr Hagmeier im Vorfeld auch schon sagt und das auch hier schon mal durchgekommen ist, dass es ja sehr viele verschiedene Beteiligungsformate auch geben wird. Insofern vielleicht heute noch nicht allzu viel zum Thema Warenverkehr, Güterverkehr, dafür aber sehr viel zum Thema der Kundenströme in Richtung Innenstadt. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren gesehen, dass das Thema Pkw und Autoverkehr in der Stadt natürlich ein sehr heiß diskutiertes ist und dass es da einfach sehr unterschiedliche Perspektiven gibt, je nachdem, wo man wohnt oder wo man seine Fahrt auch beginnt. Und ich glaube, jetzt sind wir einfach an einem Prozess, wo es dann darum geht, wie es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt wurde, dann möglichst viele Interessen auch mit einzubeziehen und das breit auch zu betrachten. Ist ja heute ganz oft das Thema gewesen, wie gelingt eben der Umstieg vom Auto eben auch aufs Fahrrad. Nochmal nachgefragt bei Ihnen, wie ist das, wie sind die Rückmeldungen aus den Betrieben, was so Überlegungen angeht, dass man eben bestimmte Bereiche vielleicht künftig eher mit dem Lastenrad anfährt, anstatt mit einem motorisierten Fahrzeug? Ich glaube, dass man darauf differenziert antworten muss. Auf der einen Seite ist es so, dass der Handel und auch die Gastronomie im Zweifel gar nicht groß beeinflussen kann, wie sie beliefert werden. Natürlich ist es so, sie bestellen ihre Waren, die sie hinterher zur Verfügung stellen. Die Logistik dahinter ist nicht immer in der Entscheidungsgewalt des Endempfängers. Gleichzeitig sehen wir, glaube ich, dass es mittlerweile viele Modellprojekte und auch viele Ansätze gibt, wie man Verkehre intelligenter bündeln kann. Und ich glaube, dass es da sinnvoll ist, auf die entscheidenden Akteure auch zuzugehen. Wir diskutieren ja in Lüneburg auch schon länger, inwiefern wir mal ein Modellprojekt starten wollen, um beispielsweise auch die Lieferdienste zu einer stärkeren Zusammenarbeit auch zu bringen und davon zu überzeugen. In anderen Städten hat das ja unterschiedlich gut funktioniert. Und klar, wir haben einfach nochmal ganz andere Bedingungen hier in einer kleineren Stadt. Das mag in der größeren Stadt dann auch anders funktionieren. Ich will gar nicht sagen, besser oder schlechter. Aber sicherlich ist das etwas, was man dann im Rahmen dieses Prozesses auch nochmal diskutieren und ausprobieren kann. Frau Borchers, Thema Fahrrad, der Umstieg, der gelingen soll. Sie haben jetzt gesagt, man müsste die Radfahrer, so habe ich sie interpretiert, man muss die eigentlich besser schützen. Gibt es da
in Ihrem Kopf schon Ideen, wie man an so einem Platz wie am Sande, der ja jetzt hier zum Beispiel auch benannt wurde, was man da tun könnte, wie man da hingehen kann, um erste Schritte zu erreichen, um dort, ja, Quick Wins, glaube ich, sagt man neudeutsch, zu erzielen? Also speziell Thema Sande ist jetzt vielleicht für die Fahrradfahrer, glaube ich, jetzt nicht gerade das aktuelle Problemthema. Da würde mir spontan jetzt einfallen natürlich der Oberflächenbelag, sprich dieses sehr holprige Kopfsteinpflaster. Das ist auch beim Thema sowohl beim Thema Sicherheit als auch was müsste sich ändern, dass ich mehr Fahrrad fahre, ist das definitiv gefallen. Jetzt nicht unbedingt am Sande, aber speziell Kopfsteinpflaster ist für Fahrradfahrer eine Herausforderung. Und wenn es dann nicht ganz frisch verlegt ist, sage ich mal, dass vielleicht auch noch die Fugen ausgeschwemmt sind und wenn die ziemlich breit sind, dann ist es schon, und wenn es dann noch regnet, also dann ist es auch schon eine Gefahr einfach. Haben wir in Lüneburg aber ja nicht nur am Sande, haben wir eine ganze Menge. Genau, Kopfsteinpflaster ist in Lüneburg, sage ich, ein großes Thema. Es gibt ja die Möglichkeit, bei der Salzstraße am Wasser ist das ja jetzt gemacht worden, dass zumindest in den Seitenbereichen für den Fahrradverkehr das gesägte Pflaster genommen worden ist. Das ist dann wesentlich fahrradfreundlicher schon mal. Herr Hagmeier, nochmal an Sie die Frage gerichtet. Die Verkehrsräume neu denken, die Adlerperspektive, die wir auch vorhin hatten und mit dem, was wir gehört haben, auch von Herrn Zimmermann, was also zum Beispiel auch das Platzieren von Menschen in Autos, in Bussen, in der Straßenbahn. Wir werden eine Straßenbahn sicherlich nicht zwingend nach Lüneburg holen. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Schwebebahn bauen wollen, um vielleicht irgendwie den Straßenraum dann anders frei zu machen. Aber was könnten denn so Ansätze sein, die man jetzt schon direkt mitnimmt, ohne dass man schon tief drinsteckt im planerischen Prozess. Mit was für einer Idee gehen Sie vielleicht heute Abend auch nach Hause? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was können wir mit diesem Prozess leisten? Dahinter die sehr kleine Frage, was wird er auch nicht leisten können? Er wird nicht die Frage beantworten, wie geht es mit dem Schlagloch in meiner Straße weiter? Weil, auch das haben wir vorhin gehört, das Thema bitte nicht noch 2 Jahre liegt. Wir reden von einem Prozess, der Zeit brauchen wird. Das heißt aber auch, Frau Borchers hat das vorhin so schön gesagt, es geht nicht nur um die einzelnen Straßen, da kommen die Rückmeldungen her. Wir brauchen so ein bisschen den Systemblick, die Adlerperspektive. Was funktioniert vielleicht auch gar nicht nur im Innenstadtbereich, sondern woanders. Ich glaube, auf der Lösungsebene will ich mich gar nicht so weit auslassen. Was ich heute auf jeden Fall mitgenommen habe, es gibt Themen, die werden wir gar nicht nur planerisch lösen können. Es war in dem Fuß- und Radkontext viel die Rede von dem Thema Sicherheit und auch von dem Thema, wie lernen denn Menschen Fahrrad zu fahren? Herr Zimmermann hatte sehr eindrucksvolle Bilder von Städten, wo es total normal ist, dass das Fahrrad das Fortbewegungsmittel Nummer 1 ist. Das ist, glaube ich, bei uns noch nicht der Fall. Und das ist vielleicht eine Aufgabe, die nicht nur baulich und nicht nur planerisch beantwortet werden kann, sondern am Ende mit Verkehrserziehung, Schule und vielen, vielen weiteren Akteuren zu tun hat. Und all das sind Dinge, die müssen wir später auch aus dem Prozess rausnehmen. Ein ganz großer Punkt, auf den ich nochmal hingehen wollte, war, wie bewerten Sie die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, wo besteht Handlungsbedarf? Gefühlt besteht der in der Stadt, da bleibe ich bei Ihnen, Herr Hagmeier, gefühlt besteht der an jeder Ecke, am Sande, am Bahnhof, in den Stadtteilen, also auch in den äußeren Stadtteilen. Was zeigt uns das eigentlich auf der einen Seite, wo wir doch auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass so ein Umdenken, so ein Umstieg ja auch längst in Gange ist, längst passiert? Ich glaube, das ist so ein bisschen Kind des Erfolges. Wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, werde ich mehr Abstellanlagen brauchen. Wir sehen, es fahren mehr Menschen Rad, dann werden irgendwann die Anlagen, die da sind, nicht reichen. Soll nicht heißen, dass wir zu irgendeinem Punkt X die 100 hatten und die waren vorher ausgelastet und jetzt brauchst du nochmal 10. Wir haben an ein paar neuralgischen Punkten einfach ein ziemlich großes Flächenkonfliktproblem. Am Bahnhof haben wir wenig Platz. Wir sind da dran mit Hochdruck, das haben wir auch in den Gremien dargestellt. Wir sind gerade dabei, ein Fördervorhaben anzustreben, wo wir es noch nicht wissen, ob es klappen wird. Wir sind auch dabei, uns in der Innenstadt damit zu beschäftigen. Aber auch dieser Raum fehlt jemand anderem. Wenn dort Fahrradbügel stehen, ist es im Zweifel mal ein Bereich, wo vielleicht vorher irgendwie eine Begrünung war, ein Bereich, wo vorher eine Parkfläche zur Verfügung stand oder. Und das müssen wir, glaube ich, immer wieder aushandeln in den Flächen. Das ist keine Absage gegen Fahrradabstellanlagen, aber es heißt, auch den Konflikt müssen wir uns immer wieder nehmen und sagen, wo passt was genau hin. Im Umfeld des Stints haben wir sehr kurzfristig dieses Jahr was realisiert, weil wir gesehen haben, Überraschung, es ist früher, da ist wieder was los. Aber da wird auf jeden Fall viel mehr nachgefragt, als da ist. Und auch dort möchte ich mein Fahrrad sicher abstellen können. Und das passiert sukzessive. Das ist einer der Prozesse, die wir nicht so weit nach vorne anstellen, im Sinne von nach außen tragen, weil der Bau von 5 Fahrradbügeln üblicherweise keine Presse wert ist. Aber ich hoffe, Sie sehen nach und nach, dass sich in den Stadtteilen was tut.
Fahrradbügel werden geschaffen und dann ist mitunter die Diskussion schnell da, dass dafür vielleicht irgendwie ein Kfz-Stellplatz am Ende auch fehlt, aus Sicht der Wirtschaft. Wie kann es gelingen, dass man nicht immer das Gefühl hat, es ist gegeneinander, also dass man nicht immer das Gefühl hat, wir machen hier was für Fahrradfahrer und sich sofort andere auf den Schlips getreten fühlen und sagen, jetzt macht ihr wieder was gegen die Autofahrer oder umgekehrt oder auch andere Interessengruppen, die gefühlt immer schnell sich gegenüberstehen und nicht immer nur freundlich. Ja, ich glaube, wenn es darauf eine einfache Antwort geben würde, wie wir dieses Gegeneinander, glaube ich, was wir schon sehr häufig spüren, aufgelöst bekommen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Ich will vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen, auf den Vortrag von Herrn Zimmermann einzugehen. Ich durfte gerade selber Ende Mai, Anfang Juni 10 Tage auch Urlaub in den Niederlanden machen, habe mir dort große und kleine Städte angeguckt. Was ich mitgebracht habe, ist, dass dort eigentlich beides besser läuft. Also sowohl der Radverkehr als auch der Autoverkehr. Und dass es offensichtlich auch miteinander funktionieren kann, auch in eher älteren, eher historischen, eher kleineren Städten. Insofern ist es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch unser Denken, vielleicht auch ein typisch deutsches Denken, das Gegeneinander, ich gegen dich, ich will mein Interesse, weniger das Gesamtinteresse als das individuelle Interesse. Und das ist sicherlich eine große gesellschaftliche Aufgabe, die es da hier in kleinem Maßstab dann auch anzugehen gilt. Herr Borchers, große gesellschaftliche Aufgabe auch das Denken, hier die Stadt, da der Landkreis. Es ist ja immer wieder von der Vernetzung die Rede. Eine Idee irgendwie, die Einpendler, die kommen irgendwo kurz vor Lüneburg, Sammelplatz und dann mit Shuttlebussen irgendwie rein. Gibt es da schon derartige Gedankenspiele, die vielleicht konkreter sind? Ja, es gibt sehr viele Gedankenspiele, konkrete noch nicht, sondern dafür dient halt auch tatsächlich der Prozess. Aber genau diese Überlegungen gibt's und die werden wir auch brauchen. Wir werden eine Art Übergabepunkte generieren müssen, wo wir einfach die beiden Systeme miteinander verknüpfen. Die Hansestadt hat nur eine begrenzte Infrastruktur und was ja auch immer, wir haben ja auch ganz viel über Taktung heute geredet, beziehungsweise kam die Rückmeldung, auch mit der Taktung. Wir können alle 5 Minuten einen Bus fahren lassen, dem würden wir offen gegenüberstehen, aber wir können halt nur die Infrastruktur nutzen, die da ist. Und darüber müssen wir einfach sprechen in diesem Prozess, wie wir das halt gemeinsam geregelt bekommen, halt unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger, die dort auf dieser Infrastruktur fahren wollen. Gleichzeitig habe ich auch ganz viel gehört von Verlässlichkeit. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Der ÖPNV muss und wird verlässlicher werden, weil ich denke, wir stehen vor nichts anderem als einem Paradigmenwechsel der Mobilität. Über Deutschlandticket gab es die ersten Impulse jetzt, das wird fortführen, das wird sich alles in den beiden Gutachten widerspiegeln müssen. Wir haben vorhin im Vortrag der Planersozietät gesehen, dieses Bild mit dem Berg, den man im Prinzip erreichen möchte, wo man am Ende dann eben auf dem Gipfel ist und quasi da das NUMP-Projekt quasi beendet. Vielleicht, bevor wir gleich auch noch Herrn Reichert einmal nach vorne bitten, noch einmal der Reihe nach, angefangen bei Herrn Hagmeier, wenn Sie diesen Berg nochmal im Kopf sich vergegenwärtigen und Ihre Eindrücke jetzt, die Sie vorne gewonnen haben, da reinnehmen. Wie steil wird der Weg die nächsten 2 Jahre im Projekt, im Prozess? Ich glaube, wir haben 2 große Baustellen, an denen wir sind. Und bei der einen mache ich mir sehr wenig Sorgen nach dem heutigen Tag. Und die andere, von der wussten wir auch vorher schon, dass sie schwierig wird. Die erste, wir brauchen Menschen, die diesen Prozess mit antreiben. Das Blödeste, was uns passieren kann, ist, wir sagen, wir machen ein Format zum Thema Gewerbe, zum Thema Fahrrad, zum Thema barrierefreier Raum. Und wir sitzen da mit 8 Leuten aus der Verwaltung, 3 Leuten von der Planersozietät und es kommen 2 von ihnen. Weil dann erzählen wir uns das, was wir schon wissen. Dafür brauchen wir sie da vor Ort. Da mache ich mir heute ehrlicherweise viel weniger Sorgen als vielleicht noch vor ein paar Wochen, wo wir diese Veranstaltung geplant haben und gesagt haben, wollen wir wirklich in dieses Gebäude gehen? Vielleicht sitzen da vorne nur die ersten 2 Reihen voll, mal gucken, wer kommt. Das müssen wir aber alle aufrechterhalten. Sie sehen schon, ich komme schon wieder mit dem Appell, die nächsten 2 Jahre. Das ist ein langer Prozess. Und wir werden auch nicht nach einem halben Jahr sagen, so sieht es am Ende aus. Das wird Zeit brauchen. Der zweite Teil, und der wird ganz spannend, und den hat Herr Borchers gerade schon ein bisschen aufgemacht. Wir müssen gucken, dass wir von vielen, vielen Lösungsansätzen, die wir anschauen, die wir diskutieren werden, hinkommen zu dem, was sich dann irgendwann auch in eine Umsetzung überführen lässt. Wir schauen auf 2 Jahre und in 2 Jahren steht ein Konzept. Aber wir wollen ja aus diesem Konzept heraus auch Dinge realisieren können. Und das ist dann der Punkt, wo es, glaube ich, wirklich mühsam wird. Da wird auch der Berg ein bisschen steiler werden, weil man muss dann gucken, welche Konzepte können wir umsetzen auf einer stadtweiten Ebene und welche können wir vielleicht auch nicht an erster Stelle in so einem Plan unterbringen. Machen wir weiter bei Herrn Siebert. Die Wirtschaft ist jetzt heute noch ein bisschen unterrepräsentiert, vielleicht gewesen.
vielleicht können Sie trotzdem eine kleine Einschätzung auch mit dem, was Herr Hackmeier eben gesagt hat, unter Berücksichtigung dessen abgeben. Wie steil schätzt Sie den Weg? Ja, tatsächlich sehr steil, was, glaube ich, auch daran liegt, dass der Prozess rund um den NUMP in den letzten Jahren, glaube ich, auch mit sehr, sehr hohen und sehr großen Erwartungen auch aufgeladen wurde. Und im Prinzip kann man für die Stadt und für ihre Bewohnerinnen und Bewohner nur hoffen, dass jetzt zumindest ein Großteil dieser Erwartungen auch versucht werden kann, dann auch zu erfüllen mit dem Konzept oder mit dem Ergebnis, was dann stehen wird. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich glaube aber auch, dass die Erwartungen schon sehr, sehr groß waren, weil natürlich in den letzten Monaten auch oft gesagt wurde, naja, das klären wir dann mit dem NUMP. Ich bin dann mal gespannt, wie viel Seiten das Dokument am Ende dann haben wird, wenn dann die ganzen Fragen, die auf den NUMP verwiesen wurden, dann auch darin beantwortet werden sollen. Ich glaube, was schon ganz wichtig ist, das ist auch schon das eine oder andere Mal angeklungen, unsere Oberbürgermeisterin hat es vorhin auch nochmal gesagt, es geht darum, alle mitzunehmen, und wenn man so große Erwartungen an so ein Werk hat, dann geht es natürlich auch darum, das möglichst integrativ und inklusiv auch zu gestalten. Und ich glaube, dass das aber auch bedeutet, dass man, sagen wir mal, den Blick natürlich auch mal weitet von den eigenen Interessen, die man hat, von den eigenen Wünschen, von den eigenen Änderungsvorschlägen, die man vorbringt, hin zu dem, was eben auch andere Teile der Bevölkerung und dieser Stadt entsprechend dann auch wollen oder benötigen. Und ja, ich glaube, ich bin gespannt, mich da einzubringen und dann zu gucken, was daraus wird. Das war jetzt schon so ein bisschen Werben für Kompromisse, die man einfach an der Stelle dann eingehen müsste. Frau Borchers, wenn Sie die nächsten 2 Jahre so sehen, und Sie werden sich dann ja auch eng einbringen als Verband, wie steil geht's nach oben? In welchen Gang müssen Sie runterschalten, um nicht den Berg wieder runterzurollen? Also erstmal, wir vom ADFC, aber auch das Verkehrswendebündnis hier in Lüneburg, wir sind so gut aufgestellt und da ist so viel Energie auch da, das machen die Leute alles in ihrer Freizeit. Das finde ich immer so faszinierend, um etwas zu bewegen. Also ich glaube, um Motivation muss man sich keine Gedanken machen. Genau, da müssen wir vielleicht eher einen Gang runterschalten, dass wir nicht alle überrollen, hätte ich beinahe gesagt. Ansonsten sehe ich eher das Problem, die Leute, die jetzt hier sitzen, die sind an diesem Thema interessiert und die bringen sich ja auch ein. Wie holen wir die Menschen ins Boot, genau, was schon angesprochen worden ist, die jetzt hier gerade nicht sitzen. Also die hier sitzen, sind alle motiviert und geben ihre Meinung kund. Ich glaube, es ist wichtig, aber auch die anderen irgendwie noch ins Boot zu holen, dass nachher nicht das böse Erwachen kommt, wenn wir da mit dem schönen Plan kommen und dann kommt es zu Leserbriefen und Klagen und alles so weiter. Ne? Also es muss ja auch umsetzbar sein. Von daher denke ich, einfach viel in Kommunikation gehen. So, und dann haben wir noch Herrn Borchers, und ich darf vielleicht schon Herrn Reichert bitten, dass er sich auf den letzten noch freien Platz in unserer Runde dazugesellt. Aber Herr Borchers, wie steil wird's? Es wird steil, ich glaube, um ein weiteres Bild vielleicht zu skizzieren, das hört sich vielleicht noch dramatischer an als nur der Berg, aber ich glaube, es ist trotzdem positiv besetzt. Ich glaube, was wir hier mit den ganzen Prozessen machen, ist ein Marathon und ein Sprint gleichzeitig. Gleichzeitig bin ich sehr, sehr beruhigt, weil das Team, was dahinter steht, was diesen Lauf angehen will, das ist gut aufgestellt. Das glaube ich, das geht in die richtige Richtung. Wir haben einen großen Prozess vor uns, der ist aber politisch und auch von den Bürgerinnen und Bürgern so gewollt. Wir haben die Unterstützung, das sieht man auch am heutigen Tag. Wir haben im Landkreis die Unterstützung. Herr Böthe hat das Bild auch erst schön aufgemacht. Wir werden die Dinge miteinander vernetzen müssen. Wir werden ganz, ganz, ganz viel sprechen müssen. Das ist ein großer Aspekt. Beim Landkreis ist es ja so, wir fangen nicht bei Null an in dem Prozess. Wir hatten schon mal integriertes Mobilitätskonzept 2018 mit einer großen Beteiligung. Die Dinge werden dort wieder einfließen. Das heißt, wir haben schon Erfahrung in dem Bereich. Und ich glaube, von dem Weg, der jetzt aufgezeigt wird, es ist ein steiler Berg, aber oben an der Spitze ist es doch schön, glaube ich. Herr Reichert wird vielleicht in 2 Jahren ganz stolz von oben vom Berg runter gucken. An Sie jetzt nochmal von der Planersozietät die Frage, was nehmen Sie jetzt mit, was sind Ihre nächsten Schritte, wenn Sie jetzt den Ausblick wagen? Sie haben draußen sicherlich eben auch einmal ein bisschen rumgeguckt. Also was sind jetzt so die großen Punkte? Gibt es vielleicht auch Dinge, die Sie jetzt heute komplett überrascht haben? Oder sagen Sie, wir haben ja schon öfter solche Prozesse begleitet und das ist ganz normal, dass das am Anfang genau so aussieht und dann wird sich das aber entsprechend kanalisieren? Also erstmal zu sagen, ganz normal ist das hier heute nicht. Das kann ich Ihnen mal mitgeben. Also ich war gestern einer Öffentlichkeitsbeteiligung in einer Stadt mit 400.000 Einwohnern fast. Da sind 80 Leute gekommen. Also insofern, ganz normal ist das hier nicht. Das können Sie auch schon mal mitnehmen. Ich glaube, das ist auch für uns was. Meine erste Reaktion war, wir müssen vielleicht mal über die Sommerurlaube reden, weil es so viel Feedback kam, was man jetzt auch erstmal auswerten muss. Spaß beiseite. Aber es ist
einfach sehr, sehr viel Feedback gekommen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist das jetzt ein Stück weit erstmal zu sortieren, zu gucken, was sind vielleicht auch nochmal kurzfristige Hinweise, die wir vielleicht direkt wieder zur Stadt rüberschieben und sagen, das ist vielleicht euer Bier, das kann man vielleicht auch kurzfristig umsetzen. Und was sind vielleicht Themen, die jetzt auch für den MOKO vor allen Dingen relevant sind? Wo müssen wir vielleicht Themen nochmal bündeln, anders denken? Wo sind vielleicht auch jetzt schon Konflikte sichtbar? Ne? Also es kann ja sehr gut sein, dass da verschiedene Konflikte jetzt auch schon sichtbar werden. Und deswegen unser erster Schritt ist, das jetzt erstmal zu sammeln, das mit unserer Analyse auch ein Stück weit abzugleichen. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal einen Punkt, wo stehen wir? Und dann müssen wir, glaube ich, auch als hier in, auch in der Runde gucken, wo wollen wir hin, was können wir erreichen? Das ist dann der nächste Schritt. Da gibt es ja schon viele Ziele, die sich die Stadt auch gesetzt hat, zu sagen, okay, welche Schritte müssen wir denn jetzt dann auch weitergehen, unsere Ziele ein Stück weit auch zu erreichen? Und da kommen wir dann also auch in Richtung Maßnahmenebene, Szenarienebene, wie können wir eigentlich diese Stadt dann auch verändern und angehen? Also wir haben gehört, wir haben mit dieser Auftaktveranstaltung die Latte offenbar hochgelegt. Herr Hackmeier, ich würde Sie bitten, für diese Runde abschließend einfach nochmal den Ausblick zu tun. Was sind jetzt die nächsten NUMP-Meilensteine auf dem Weg bis 20, was haben wir jetzt gesagt, 24, 25, bis das Ganze zu Ende ist? Also was ist jetzt quasi, was sind die nächsten kleineren und größeren Steps? Ich trage noch ein bisschen das Schmunzeln mit mir von Herrn Reichert, der gerade sagt, er denkt über seine Sommerurlaube nach. Und ich gucke zu seinem Team nach hinten und sehe schon, ich glaube, da haben wir wenig Chancen. Ich glaube, was Schönes ist, es hat sich eine Hoffnung erfüllt. Wir haben vor 3 Monaten diskutiert, können wir hierher gehen, bekommen wir ein Feedback und. Und was auch schön ist, wir hören nicht hier auf. Wir haben jetzt heute angefangen und es fehlen ein paar Stimmen und, haben wir viel darüber gesprochen. Wir starten ziemlich genau jetzt gerade mit einem Online-Dialog, in den sich nochmal viele Menschen einbringen können. Auch gerade vielleicht diejenigen, Sie sind auch sehr herzlich eingeladen, das zu tun, aber die heute gefehlt haben. Der wird 4 Wochen laufen. Nach den 4 Wochen gibt es noch mehr Inhalt für die Planer-Sozietät zum Auswerten. Aber in den 4 Wochen ist ja all das hier schon längst geschehen. Zwinker. Mal gucken, was wir da am Ende liegen haben. Ich glaube, was spannend wird, wir müssen gucken, was wir in diesem Gesamtprozess betrachten können. Wir werden auch nicht alles, was kurzfristige Anregungen sind, kurzfristig realisieren können, weil am Ende ist alles immer schön, wenn es schnell und dann auch perfekt ist. Aber beides zusammen wird schwierig. Ich glaube aber, dass wir heute einen sehr guten Grundstein gelegt haben, mit Ihnen einem Dialog zu sein. Und ich freue mich unglaublich auf die Momente, wo die zahlreichen Zielkonflikte, ob das Fuß und Rad ist, ob das ist, wo kann der Lieferverkehr hin, ob das die Frage ist, wie genau läuft der ÖPNV eigentlich durch die begrenzte Infrastruktur der Innenstadt, gar nicht mehr unsere einzige Frage sind, sondern gemeinsam mit Ihnen im Austausch eine Antwort finden sollen. Weil wir sind nicht für jede Frage heute bereits in der Lage, eine Antwort zu finden. Und wir haben uns ein sehr kompetentes Team dazugeholt. Die bringen auch nochmal eine neue Perspektive rein. Ich möchte aber auch nicht Herrn Reichert und seine Kolleginnen und Kollegen überlassen und sagen, von denen erwarten wir jede Antwort. Da brauchen wir an der einen oder anderen Stelle dann nochmal einen Anreiz. Aber ich freue mich drauf, mit Ihnen weiterzumachen die nächsten 2 Jahre. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten 4 Wochen Online-Dialog noch bringen. Und zum Ende der Veranstaltung freuen wir uns jetzt nochmal auf die Einschätzung des ersten Stadtrats und Verkehrsdezernenten in Lüneburg. Das ist Markus Mossmann, denn war die Erwartung, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das können wir jetzt schon vorwegnehmen. Das ist gelungen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall noch auf ein kleines Fazit zum Abschluss. Und ich schlage vor, wir überlassen Markus Mossmann einmal die komplette Bühne. Meine Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin, auf der Tagesordnung steht Zusammenfassung und Ausblick. Ich möchte den Dank, den Frau Kalisch vorhin als Vorschusslorbeere sozusagen an Herrn Hackmeier und sein Team, an Herrn Hackmeier und Herrn Pusch gerichtet hat, gerne hier nochmal aufnehmen und in die Runde fragen, ob Sie mit der Auftaktveranstaltung zufrieden sind. Und wenn dem so ist, bitte ich Sie um einen kleinen Applaus als Dank an Herrn Hackmeier und Herrn Pusch. So, und dieser Dank gilt natürlich stellvertretend für das ganze Team um Herrn Hackmeier, um Herrn Pusch. Es sind viele aktiv gewesen, sehr aktiv gewesen in den letzten Wochen. Herr Kipke hat immer dafür gesorgt, dass das in die richtigen Bahnen gelenkt wird, musste sich aber gar nicht so viel engagieren, weil Herr Hackmeier und Herr Pusch wirklich vor Ideen nur so gesprudelt haben. Also vielen, vielen Dank.
Bis jetzt also aus meiner Sicht ein gelungener Auftakt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten 2 Jahren mit so viel Elan und hoffentlich mit so vielen Teilnehmern und noch mehr TeilnehmerInnen in den Beteiligungsprozess starten können, der, und das ist, glaube ich, auch wirklich heute spürbar, nichts mehr mit Pandemie und nichts mehr mit Corona-Beschränkungen zu tun haben, wie wir das im Beteiligungsprozess für das Leitbild des ISEX festgestellt haben, mit Abstand und Online-Formaten, die Lastenfahrradtour, die Bürgerwerkstatt. Wenn wir in die Stadtteile gehen, dann bin ich wirklich zuversichtlich, auch noch mehr Menschen mitzunehmen. Denn eins ist auch klar, und da sollten wir uns auch nichts vormachen, hier sind heute überwiegend diejenigen unter uns, die davon überzeugt sind, dass sich in Lüneburg etwas ändern muss, dass wir die Mobilitätswende benötigen, um den Ansprüchen, die der Klimawandel an uns stellt, auch gerecht zu werden und die Mobilitätswende ihren Beitrag eben dazu leisten muss. Aber wir wollen ja alle mitnehmen. Dazu sogleich nochmal. Herr Zimmermann, Frau Bayer, Herr Reichert, Sie haben, finde ich, uns interessante Impulse mitgebracht, schöne Bilder, die vielleicht nicht eins zu eins übertragbar sind auf Lüneburg, einfach weil Lüneburg anders ist, weil Lüneburg besonders ist und einzigartig, die aber trotzdem Mut machen für das, was in anderen Städten passiert ist. Sie haben Potenziale aufgezeigt und leider auch, aber das ist Ihr Job, Zielkonflikte schon an die Wand geworfen und ja so ein bisschen an die Wand geworfen, wie die künftigen Diskussionen im NUM-Prozess ablaufen könnten oder zumindest, dass es intensive Diskussionen sein werden. Wir haben hier in Lüneburg einen begrenzten Raum, das Bild mit den vielen Fahrspuren, ich hätte wirklich gerne das Video gesehen, das haben wir in Lüneburg nicht, es gibt keine Straßen mit so vielen Fahrspuren. Wir werden also, wenn wir am Ende darüber sprechen, eine Fahrspur für den ÖPNV, eine für den Individualverkehr und eine für den Radverkehr ganz, ganz wenige Straßen haben, wo das überhaupt theoretisch denkbar ist. Insofern sind die Verhältnisse nicht übertragbar. Aber darüber können wir ja auch froh sein. Lüneburg ist im Weltkrieg nicht weitestgehend nicht zerstört worden, sondern nur vereinzelt. Wir haben eine historische Stadt mit engen Straßen. Und deswegen wird das, glaube ich, besonders anspruchsvoll, Straßenraum neu zu verteilen. Die Förderung des Umweltverbundes, Stichwort Busspuren ist vorhin gefallen, wird in dem Zusammenhang auch eine besondere Herausforderung sein. Wir haben den Verflechtungsraum zu betrachten, also sprich die Schnittstelle zwischen dem Stadtgebiet und dem übrigen Landkreisgebiet und sind uns als Hansestadt Lüneburg durchaus bewusst, dass wir hier eben nicht auf der Insel leben, Entscheidungen für uns alleine treffen, beziehungsweise der Rat nicht für die Stadt alleine Entscheidungen trifft, sondern dass wir als Oberzentrum eben auch Pendler in der Stadt sind, dass wir Arbeitsstätte vieler, vieler Menschen im Landkreis sind, die in den Landkreis kommen müssen und dass wir als Oberzentrum das nicht zum Selbstzweck machen, sondern eben auch dankbar dafür sind, dass wir Oberzentrum sind, hier das regionale Zentrum darstellen mit vielen, vielen Angeboten der Daseinsvorsorge von Museum, Theater über Krankenhaus, Arbeitsplatz, Einkaufsstätten und. Und deswegen wird es ein schwieriger Prozess werden und wir werden viele Zielkonflikte erleben. In diesem Prozess, und das ist vorhin auch schon deutlich geworden, geht es aber nicht darum, jetzt zwei Jahre in Untätigkeit zu verharren, sondern das, was wir als Stadt sowieso schon geplant haben, werden wir weiter umsetzen, also Infrastrukturmaßnahmen, die zum Beispiel im Radverkehrskonzept stecken. Wir sind aber auch genauso offen dafür, ganz, ganz einfache Lösungen, die im NUM-Prozess zutage gefördert werden, umzusetzen. Also mir schwebt schon eine vor, weil ich vorhin ein Foto auf der Stellwand gesehen habe. Das muss nicht die 100.000 oder 1 Million Euro Maßnahme sein, das können auch kleine Maßnahmen sein. Herr Hagmeier hat die Fahrradbügel angesprochen, die wir jüngst unten am Werder beim Pavillon aufgestellt haben, kostet wenig Geld und ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, so wie ich finde. Allerdings, und ich glaube, das ist auch unstrittig, zumindest unter der Mehrheit der hier Anwesenden, sind wir zu langsam unterwegs, wenn ich an der Stelle den Klimawandel bemühe und die notwendige Verkehrswende. Wir
haben selbst über kleine und kleinste Maßnahmen in der Vergangenheit sehr, sehr intensiv diskutiert. Mit wir meine ich insbesondere die Politik, also den Rat der Hansestadt Lüneburg mit Vorberatung, Mobilitätsausschuss. Es ist alles notwendig, glaube ich, so intensiv zu diskutieren, aber irgendwann müssen wir auch mal eine Entscheidung treffen. Und in diesem Sinne hoffe ich und setze ich auf die politische Bereitschaft, die entscheidenden Weichen dafür zu stellen, dass sich Lüneburg an dieser Stelle auch maßgeblich bewegt, dass wir neue Leitplanken bekommen. Und klar ist doch auch, dass wir nicht mit Business as usual weitermachen können. Die Treibhausgasbilanzierung von BECCS ist vorhin als Frage an die Wand geworfen worden. Wir müssen handeln und das bedeutet auch, dass wir von alten Gewohnheiten Abschied nehmen müssen. Diese alten Gewohnheiten müssen aber, oder der Verlust dieser alten Gewohnheiten muss aber nicht Verlust sein, sondern das haben die Bilder vorhin auch gezeigt von Herrn Zimmermann, die sollten wir durchaus als Gewinn am Horizont sehen und dass wir auch dann diesen Ansatz verfolgen, eine noch lebenswertere Stadt zu formen, so wie Herr Zimmermann vorhin auch zitiert hat. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir diesen Prozess miteinander und gemeinsam gehen, das hat Frau Oberbürgermeisterin vorhin schon ebenso geäußert, dass wir sicherlich kontrovers diskutieren werden, mit hoffentlich noch viel, viel, viel mehr Menschen, als heute hier sind, aber dabei immer auf der Sachebene bleiben. Und das, was in der Straßenverkehrsordnung als Rücksichtnahmegebot formuliert wird, dass wir das jetzt sinnbildlich quasi auf diesen Prozess auch übertragen und so wie wir das hoffentlich alle gelernt haben, miteinander umgehen und diskutieren, ohne dabei persönlich zu werden. Dass wir in dem Prozess, denn das wird der Kompromiss, der am Ende rauskommt, notwendig machen, aufeinander zugehen und dass alle auch diese Bereitschaft haben, aufeinander zuzugehen. Dass wir dabei den notwendigen Mut an den Tag legen. Ich habe in der Vergangenheit schon mehrfach gesagt, es darf keine Denkverbote bei diesem NUM-Prozess geben. Dass wir ehrlich miteinander umgehen. Also ich sage jetzt schon, es müssen alte Zöpfe abgeschnitten werden und dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch anfänglich schmerzhaft sein werden, aber dann relativ schnell, also kurz- und mittelfristig auch spürbare Effekte mit sich bringen. Und zuletzt, dass wir in dem Sinne auch einen Kulturwandel erleben, was die Mobilität angeht. Vorhin im Zwischengespräch mit einem Mitglied des Rates haben wir auch nochmal gesagt, wir sind nicht Kopenhagen, wir sind nicht Amsterdam. Nicht, weil wir nicht diese Stadt sind, sondern weil wir noch nicht diese Kultur haben. Aber dieser Kulturwandel, den brauchen wir, wenn wir die Mobilitätswende auch wirklich hier in Lüneburg erleben wollen. Es gibt viele Ideen, Stichwort Reaktivierung von Bahnstrecken. Die Einbahnstraßenüberlegungen, die Herr Professor Peetz, der hier irgendwo unter uns ist, da vorne sitzt er, in der Vergangenheit schon einmal skizziert hat. Die Shuttleverkehre aus der Altstadt in den Innenstadtring, sage ich mal. Die Verknüpfung der Bahnstrecken mit Park-and-Ride-Anlagen. Diese ganzen Ideen, und das ist dann doch meine Forderung, meine Vorstellung, müssen als konkrete Maßnahmen im Rahmen des NUM-Prozesses auch untersucht werden. Also sind sie machbar? Welche Auswirkungen haben sie? Und welche Folgediskussionen schließen sich an? Denn das ist das, was Herr Sievert gerade angesprochen hat. Wir haben in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren, vieles auf diesen NUM-Prozess geschoben, verschoben. Auch ich persönlich habe in vielen Sitzungen gesagt, das müssen wir im Rahmen des NUM klären. Wieso ist das so? Weil es am Ende so gravierende Maßnahmen sein werden,
im Sinne von, sie werden eine wesentliche Änderung herbeiführen, dass es dazu einer politischen Beschlusslage bedarf. Und dafür ist dieser NUM-Prozess schlichtweg notwendig. Und wir können nicht im Vorbeigehen, das ist mir dann bei einer ganz konkreten Diskussion auch bewusst geworden, nicht solche gravierenden Veränderungen en passant über einen politischen Beschluss herbeiführen, sondern müssen jetzt wirklich hier das große Gesamtpaket betrachten. Wie gesagt, was nicht heißen soll, dass einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Wir werden vorher über das Parkraumbewirtschaftungskonzept sprechen. Wir werden vorher weitere Einbahnstraßen für den Radverkehr öffnen. Wir gucken uns den alten Hessenweg in Hecklingen an. Das sind alles Maßnahmen, die laufen parallel. Aber das, was mit diesen einschneidenden, gravierenden Änderungen zu tun hat, das muss jetzt im NUM-Prozess geklärt werden. Und ich sehe es genauso. Die Erwartungshaltung ist hoch. Ich hoffe, wir können sie erfüllen und werden vor allen Dingen am Ende ein Ergebnis haben, das mit sehr, sehr großer Mehrheit im Rat dann auch verabschiedet wird und dass wir viele, viele überzeugen können, dass das der richtige Weg für Lüneburg ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und Ihnen, Herr Schulz, jetzt schon mal vielen Dank dafür, dass Sie uns durch den Abend geführt haben. Ja, vielen Dank, Markus Mossmann, für die abschließenden Worte. Ganz wichtig, NUMP geht weiter. Sie haben es mehrfach gehört, die Stadt startet jetzt die erste Phase der Online-Beteiligung. Dort können Sie also sich weiter einbringen. Ihre Hinweise sind elementar für den weiteren Prozess für die zukünftige Mobilität in Lüneburg. Bleiben Sie also informiert unter nump-lg.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und beim nächsten Mal gerne wieder. Tschüss und vielen Dank.